Und herzlich willkommen zu Box Life. Das ist ein Indie-Game und es ist ein Spiel, wie zumindest ich finde, was ziemlich gut ist, denn es hat eine neue Idee und ich gehe dann einfach schon mal rein. Es kann sein, dass ihr mich jetzt etwas anders hört und hier sieht man schon, where is it to move, mouse to look around, also eigentlich ziemlich einfach, hier können wir alles Mögliche machen. Und zwar ist das ein Spiel, das sich darauf fixiert, verschiedene Fähigkeiten auszuüben. Das heißt, im Moment können wir nur laufen und mit der Maus hin und her gucken. Das war's eigentlich. Wir können noch nicht springen oder ähnliches. Und das sind halt Fähigkeiten, die wir erlernen, indem wir an solche kleinen Boxen rankommen, die überall versteckt sind auf dieser Karte. Und unser Ziel ist eigentlich, diese Bälle, die hier überall sind, in diese kleinen Boxen hier reinzupacken. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Und dafür müssen wir da erstmal rankommen. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal. Da hinten sehen wir zum Beispiel auch schon wieder einen. Also ich habe es schon mal kurz angespielt, deswegen. Und hier ist dann die erste Fähigkeit. Press Space to jump. Also jetzt können wir auch springen. Und das ist auch schon mal ziemlich nützlich, denn zum einen kommen wir hier mit hoch, was auch ziemlich wichtig wäre. Und zum anderen könnten wir jetzt rein theoretisch hier längs gehen. Und ja, das hier habe ich nicht verstanden, was das Ding soll. Ich glaube, das ist einfach nur zur Dekoration, nur so ein Test für den Erstellern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt hiermit hier hochspringen, um dann bis ans Ziel zu kommen, wohin auch immer uns das führt. Zu dem Thema, das ich eventuell anders klingen könnte, es liegt daran, dass mein Headset kaputt gegangen ist, deswegen musste ich es sehr professionell und so wieder flicken. Und ja, deswegen habe ich mein Kabel einfach über mein Mikro geklemmt. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Und deswegen hört ihr mich vielleicht etwas anders. Und hier ist jetzt die nächste Fähigkeit. Und zwar Fireballs, also Feuer einfach nur. Dann könnten wir zum Beispiel dieses Eis zum Schmelzen bringen. Was wir damit auch machen. Und oben sehen wir schon wieder eine nächste Fähigkeit, aber da kommen wir noch nicht ran, weil, ja, kommen wir halt nicht ran. Schaden oder sowas, also man kann hier anders gesagt nicht sterben. Das ist halt was ziemlich gut ist. Aber jetzt wissen wir ja schon mal, wo einer davon ist. Und zwar haben wir hier schon den ersten von diesen toll leuchtenden Bällen. Und den bringen wir jetzt einfach hier hin. Da. Und jetzt können wir schon den nächsten machen. Und man kann hier auch raufgehen, denn man kann insgesamt, glaube ich, drei von diesen Blöcken hier hochspringen. Eigentlich kann man manchmal auch nur Eis zerstören, aber es gibt auch manche Secrets. Das weiß ich auch noch. Und zwar kann man hier runtergehen und dann, wenn ich jetzt auf Escape drücken würde, würde da 1 von 6 Secrets found. Also ich glaube, das ist ziemlich schwer zu finden, denn ich werde auch nicht einfach so drauf kommen. Also, ja. Und zwar müssten wir jetzt hier hoch, weil, ja. So, und dann springen wir einfach wieder hier hin. Dadurch, dass wir jetzt diese Fähigkeit haben, können wir jetzt auch das Kopf machen, um dahin zu springen. So, ganz einfach. Machen wir das hier nochmal kaputt. Springen hier hoch und hier. Von hier aus können wir auch gleich hier hinspringen. Und dann machen wir nochmal das hier kaputt. Und da sehen wir schon die nächste Fähigkeit, was auch immer die bringt. Okay, damit können wir jetzt also zweimal in der Luft jumpen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Luft noch einmal Leertaste drücke, dann springen wir nochmal hoch. Okay, das ist natürlich ziemlich praktisch, denn dadurch könnten wir, kommen wir dadurch eventuell da oben hoch. Ich glaube aber ja, oder? Da kommen wir. Ja, damit haben wir schon 3 von diesen. Ach ja, und ich werde das jetzt nicht so machen, dass, okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge gehen wird, wahrscheinlich wird es nur eine einzige Folge geben. Deswegen ist das jetzt auch unwichtig. Also eigentlich wollte ich am Stück aufnehmen und nicht immer so einen Cut zwischen machen. Weil ich weiß nicht, wie lange das gehen würde, aber ich sehe jetzt gerade, dass wir erst bei 5 Minuten so ungefähr sind und deswegen. Ich glaube, damit können wir jetzt auch da oben hin, oder? Deswegen können wir jetzt auch hier wunderschön abkürzen. Okay, wenn wir dann hochkommen würden. So,
So, ganz einfach. Dann noch einmal hier hin und da oben hin. Ja. Alter, okay. Und jetzt? Ja, okay. See what was hidden. Also, ja, das versteckte Suchen, was ich schon gefunden habe. Und zwar sind es die Teile da oben. Wo ich aber nicht weiß, was das wirklich bringt. Also von daher. Ja. Egal, gehen wir erstmal da hoch. Okay. Nein. So wie zum Thema, lass uns mal da hochgehen. So. Okay, aber da hochkommen müsste ich eigentlich schon. Alter. Ja, ich hab's gleich. Okay, jetzt bin ich natürlich nicht gesprungen. Ja, dauert nicht mehr lang. So, jetzt einmal kurz konzentrieren. Ja. 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 Und. Ja. Okay, was bringt das jetzt? White click to change. Okay, das heißt, hier können wir uns jetzt anscheinend größer und kleiner machen. Wofür das jetzt wichtig ist, weiß ich mir auch nicht. Oder? Ah. Okay, da oben ist noch so ein verstecktes Ding, aber kommen wir schlecht hin, oder? Ja. Okay. Ist das irgendwas? Oh. Ja. Und zwar ein Secret. Wo ich aber keine Ahnung, was die nachher bringen. Okay, mal gucken. Was könnte man denn jetzt machen, wenn man kleiner ist? Kommen wir dann vielleicht irgendwo anders rein? Hm. Hier unten ist noch so ein kleines. Lol. Fliegen. Oh. Okay, weiter. Kann man auch unendlich lange fliegen, oder? Ja, ich glaube, man kann unendlich lange fliegen. Okay. Ah, dann können wir jetzt rein theoretisch an das Teil da vorne rangehen. Okay. Das ist natürlich auch gut. So. Jetzt haben wir schon 3, okay. Mal gucken. Könnt ihr sonst noch mal so welche Secrets sein? Dass ich irgendwas treffe. Das sieht nicht so aus. Na egal, die hier oben. Nein. Jetzt hat man ganz seltsame Ton, aber naja. Oh Leute. Okay, jetzt haben wir schon mal das Teil. Aber eigentlich möchte ich nach so einem Secret finden, am besten nach 3. Kann sein, dass sie hier oben sind. Das sieht echt nicht so aus. Und die letzten beiden noch. Okay, ich glaube hier. Nee. Okay, hier oben ist sonst nichts. Aber wir haben jetzt. Oh, nicht die Größe. Wir haben jetzt immerhin schon mal das allerletzte. Das heißt. Jetzt öffnet sich hier vorne so ein Tor, das heißt, ich glaube, wir könnten da reingehen, aber möchten wir nicht machen, denn eigentlich will ich dieses Secret zu finden, aber das hat sich jetzt endlich. Was bringt das jetzt? Ich sehe jetzt vielleicht irgendwie so ein kleines Kästchen.
Nein. Vielleicht noch irgendwo im Eis, aber ich glaube, das Eis abzusuchen dauert ein bisschen. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Und ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit suchen, deswegen. Na egal, dann habe ich halt immerhin schon mal die Hälfte gefunden. Ist auch schon mal was. Oder vielleicht geht es ja jetzt hier noch weiter oder so, aber ich glaube, hier ist Ende Mission. Naja. Nee. Dann kämpfe ich mir hier durch. Okay. Und. Das war's. So. Three Secrets, okay. Ja. So, das war's dann von dem Spiel. Ich fand's ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich wüsste jetzt aber ehrlich echt nicht, wo die anderen drei noch sein sollten, von den versteckten Blöcken, die da sein könnten. Und ja, hier hätten wir jetzt entweder noch die Möglichkeit, das nochmal von Anfang an zu spielen oder mit allen Fähigkeiten. Aber das wollen wir nicht, denn wir haben es ja schon gespielt. Wir sind jetzt ungefähr bei 11 Minuten, deswegen würde ich sagen, können wir das hier auch beenden. Und ja, danke fürs Zusehen, so wie immer eigentlich. Und vielleicht dann bis zum nächsten Mal, oder was heißt vielleicht? Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.